So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video. Heute zeige ich euch das Indie-Spiel Viscera Cleanup Detail. Ja, das ist ein Spiel von den Indie-Entwicklern Runestorm, die wir hier unten sehen. Und basiert auf der Unreal Engine 3. Das Ganze ist ein, ja, ich sag mal ein Hausmeister-Simulator. Ein Putz-Simulator. Aber ich würde sagen, kein typischer Simulator, sondern einer, der tatsächlich Spaß macht und ein paar nette Überraschungen bereithält. Wir fangen einfach mal an zu arbeiten, dann seht ihr, was ich meine. So, ich bin Thomas, ich bin 28, das stimmt nicht. Ich bin, ja, Hygienetechniker. Okay, dann sind wir das halt mal. Und unser Auftrag lautet, dass wir jetzt eben diese Raumstation hier säubern müssen und das am besten so schnell wie möglich. Ja, dann machen wir das doch einfach. Hier sind wir also, der Hausmeister, und wir sehen schon, das ist eine Raumstation und da ist ein bisschen Blut. Uiuiuiuiui. Und ganz viele Brocken, Fleischbrocken, und da hat auch offenbar jemand geschossen. Hier liegen noch Patronen rum. Uiuiuiuiui. Und das müssen wir jetzt alles... Ja, das müssen wir alles säubern. Ich würde sagen, dann machen wir das mal. Gummihandschuhe haben wir und einen Wischmopp. Damit bewaffnet sollten wir jetzt das Ganze irgendwie aufräumen. Mann. Okay, also wo fangen wir an? Hier haben wir einen Container. Da können wir Müll reintun, ja? Biohazard. Okay, also da kommt unser Zeug rein. Was haben wir denn hier? Also Fleischbrocken. Hier rein damit. Okay. Noch ein Fleischbrocken. Rein damit. Ekliger Wurm. Rein damit. Noch irgendein Fleischbrocken. Na, was haben wir hier? Was ist das denn? Das ist ja... Noch was? Haben wir alles? Ich glaube, hier haben wir alles aufgesammelt. Dann wischen wir das mal hier so. Zack, zack. Auch an der Wand. Ey, können die nicht aufpassen? Ja. Unser Wischmopp sieht natürlich fantastisch aus, aber da haben wir ja hier drüben einen Wassereimer. Und den stellen wir uns mal hier hin. Oh. Ich habe schon einen Fehler gefunden. Das Wasser ist jetzt hier nicht so ganz... Okay, dann tun wir das hier. Da können wir den Wischmopp wieder sauber machen. Und, ach Gott. Ein Stück... Arm vielleicht? Ich weiß es nicht. Nochmal so ein Fleischbrocken, wo man nicht weiß, wo er herkommt. Von welchem Körperteil der ist. Ebenso wenig weiß ich das von diesem Ding hier. Oder von dem hier. Was ist denn das alles für ein Mist, ey? Boah. Okay, hier. Dann schauen wir das mal hier an. Alles schön sauber. Hier machen wir auch gleich nochmal weg. An der Wand auch. So, dann haben wir das schon mal geschafft. Und jetzt... Ach Gott, jetzt müssen wir die Patronen noch rein... Das hört sich ja fantastisch an. Fleischsalat. Oh, jetzt noch ein schönes Dressing drüber. Dressing. Ja. Und noch ein paar... Boah. Ich sag mal ein paar krosse... Crunch-Bröckchen. Wie nennt man denn die? Da gibt's doch so, so bei so Salat so... Ach, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. So komische, krosse, Würfel gibt es ja da auch. Das könnte man jetzt... Ach, ist ja auch egal. Jetzt tue ich einfach die Patronen hier rein. So, das ist natürlich eine Fieselarbeit. Hoppala, so. Zack. Und zack. Und zack. Zack. So. Das ganze Spiel... ist in der Alpha erst, das heißt, da können noch ein paar Bugs sein, was auch immer da für Bugs auftreten können bei so einem Spiel, aber da ist noch eine. Kann also noch irgendwas schief laufen, ist eine Alpha. Download-Link ist natürlich in der Beschreibung, da mal reingucken am besten. Okay, so, der ist schon gut voll, und bevor der zu schwer wird und ich den nicht mehr verlupf, oh Gott, packe ich den mal weg, ich gehe jetzt mal dahinter. Ich habe es nämlich schon mal angezockt und ich weiß, dass da hinten ein schöner Ofen ist, wo wir den Müll, den wir
hier so haben verbrennen können. Das heißt, wir machen hier mal auf und dann sehen wir hier schon, oh, das ist so. Phew, da kommt eine Hitze weg, du. Und da tun wir jetzt hier den, den Eimer rein. Na, komm schon. Das ist eine Friedenarbeit, ja, sag ich mal. Ach, das Zeug brennt schon, aber es ist noch nicht drin. Na komm. Alter, jetzt ist mal gut hier. Rein da. Na los. Ja. Und zu. Da darf jetzt vor sich hinschmoren. Und hier ist ja überall noch. Igit, igit, igit. Igit, igit, igit. So, ja, dann machen wir hier mal weiter. Ich hole mir mal einen neuen Eimer. Das geht mit der Maschine hier. So. Und dann, so. Ich kann mal das hier mal hinstellen. Meinen Wassereimer hole ich mir auch mal. Na. Stellen wir uns auch dahin. Hier. Und dann steht der stabil. Ja, der steht stabil. Ja, dann tun wir hier mal als erstes diese Patronenhülsen hier rein. Was sind das? Keine Ahnung. So. Schöne eine nach dem anderen. Hallo? Was ist mit dir jetzt hier? Ah, du bist im Boden drin verbuggt. Okay, es gibt tatsächlich Bugs. Wie machen wir das jetzt? Hm, vielleicht kann ich das irgendwie schieben hier so. Ja, jetzt kann ich sie, habe ich sie rausgebackt. Okay, liebe Entwickler, das bitte verbessern. So, hier. Sehr gut. Oh, das ist aber hartnäckig hier. Na. Ah. Und hier ist auch. Mein Gott. Und an der Wand auch. So. Hier rein. Ein Fuß. Ein Wurm. Eine Hand. Ist das pfeifelig? Ist das pfeifelig? Also, bah, brutal. So. Dann wischen wir den Rest hier mal weg. Oh, jetzt ist mein Mob wieder so voll. Dann machen wir wieder Blutflecken hin. So. So. Okay, hier haben wir das schon mal. Da sind auch noch Patronen. Oh. Stopp, 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 stopp. Mmh. Lecker Schmecker. Oh, ist das toll. So, hier, da noch eine Patrone. Hier eine Patrone, da eine Patrone, da eine Patrone, da eine Patrone, da, Patrone hier bist du Patrone, Patrone hier, kannst du kaufen Patrone. Oh, Hausmeister ist echt schon ein Job. Ey, das ist echt. Hier ist Putzkraft und das mit dem Lohn hier, das kann man doch nicht verantworten. Ach, überall ist das Zeug. Können die bei, hätten die bei Dead Space hier nicht mal aufpassen können? Also der Spieler von Dead Space hier, dass er hier nicht so viel Müll macht. Jetzt muss ich das wieder aufräumen, ja, für den nächsten Spieler. Das klappt auch nicht mehr so gut. Dann verbrenne ich das auch mal. Hier, das Wasser macht nichts mehr sauber. Das ist nur noch Blut. So, kommst du auch mal da rein. Oh nein. Oh nee. Da steht auch noch ein Wassereimer. Nehmen wir den mal kurz. So, machen wir das hier wieder sauber. Ach Mensch. Passt, oder? So, machen wir hier wieder zu. Nehmen wir den gleich mit. So. Ja gut, dann haben wir das hier. Ich glaube, den leere ich auch mal wieder aus. Obwohl, ich könnte hier noch ein paar einsammeln. Die nehme ich gerade noch mit. So. Na. So. So.
Na so. Okay. Boah. Vorsichtig! Nicht schwanken. So. Und wieder rein damit. So, jetzt hier schön langsam einführen ins Loch. Und wenn es nicht geht, dann eben mit Gewalt. So wie man es kennt. Ja, das ist ja wohl. Puh, ganz schön heiß. So, nochmal. Oh. Da ist was daneben. Da hat es geblutet. So ein Wurm. Ach Gott, das hört sich jetzt alles so. Wenn man den Kontext nicht kennt, dann könnte man was anderes vermuten. So. Ich brauche wieder einen Mülleimer. Holen wir uns wieder ein. Zack, aufs Knöpfchen gedrückt. Diesmal kommt er hier rausgefahren. Wunderbar, nehme ich mit. Oh, da habe ich noch was vergessen. Da muss man schon genau gucken. Auf der Seite passt's. Okay. Dann gehe ich mal hier rein. Da sind auch Patronenhülsen. Okay. Ist das alles widerlich? Hallo, Wurm. Fleisch. Könnte man eigentlich auf den Grill hauen. Einmariniert ist es ja schon. Tomaten. Marinade. Ein paar Würstchen dazu. Oder das. Ja, hier ein paar Würstchen. Ja, das Spiel, geht noch krass. Der macht nichts mehr. So. Oh. Ja, das ging schnell. Okay. So. Ja, leck mich am Arsch. Geh mal hier lang. Hab ich den da schon wieder verloren? Oh Mann. Dass ein Wurm so viel Blut abgeben kann. Okay. Und das Ding nehmen. Okay, Leute. So. Hier. Wunderbar. Okay. Da hoch. Patronen. Schöne Patronen. Wow. So, hier. Und da. Und hier. Zack. Zack. In den Wänden was, an der Decke. Nee, schaut gut aus. Hier auch. Da ist gar nichts. Gibt's ja gar nicht. Okay. Machen wir hier mal. Ja. So. Oh, der ist auch wieder rot. Den müssen wir, glaube ich, auch wieder entsorgen. Da holen wir uns auch wieder einen frischen. Und diesmal schauen wir, dass wir das Ding nicht verschütten. Und? Na, klappt doch. Puh, da kommt man richtig ins Schwitzen. So, jetzt erstmal einen neuen Eimer holen. Frischen Wasser. So. Dachte gerade, hier wäre Blut, aber da flimmert eine Textur. Das ist auch nicht so ganz richtig. Liebe Entwickler, bitte fixen. So. Ja, vielleicht. Oh. Alter, was fliegt denn der Wurm immer raus hier? Das gibt's ja nicht. So. Oh Gott. So. Da haben wir ein. Da ist ein Fleischbrocken. Da haben wir noch einen Fleischbrocken. Hier ist ein Fleischbrocken.
Wurm. Ach komm, weg damit. Alles schön sauber machen hier. Und da liegt auch noch was. Sieht man im ersten Moment gar nicht. Jetzt habe ich da wieder einen Fleck gemacht. So. Ach Gott. Da oben flackt das Zeug. Wie komme ich denn da jetzt hin? Nee. Da draufhüppen? Nee. Hülle! So, kann ich da jetzt draufhüppen? Ja. Das ist wohl zu weit weg. Aber jetzt. Da ist es mir aus der Hand geflutscht. So. Okay, jetzt wieder hoch. Müssen wir auch noch säubern, hier so ein bisschen wischen. Ist ja noch mehr. Wow, ja, ist ja gut. Hallo. So. Hier auf der Seite. So, hier wieder rauf. Das ist aber echt nicht so geil. Na. Ja. Und. Oh Mann. Da hebe ich gleich auf. Ist doch noch was. Jo. Na, war zu schwer. Okay. Hier gleich. Na komm. Ist jetzt sauber hier? Haben wir alles? Sieht gut aus, ne? So. Uiuiuiui. Okay. Den mal raus. Hier geht's dann weiter. Und ich glaube, unser Eimer ist mittlerweile schon ganz schön voll. Na klasse, da fällt wieder die Hälfte raus. Ich muss den höher heben. So. Uah. Gott, wo bin ich denn jetzt? Oh, nee. Irgendwie wieder hinstellen. Ist ja eine Physik hier. So. Ach Gott. Jetzt mache ich erstmal. Ich glaube, ich verteile das auf zwei Eimer. Das ist ja echt. Echt bescheuert. Oh Mann. Die ganze Sauerei wieder auf dem Boden, ey. Oh. So, und das packe ich jetzt erstmal weg. Ofen. Nee. Willst du mich eigentlich verarschen? Ist das kacke. So, rein damit. Das muss alles weg. Alter. So. Und wieder sauber. Krise, das ist ja hier so. So, nehmen wir gleich den hier. Machen wir mal kurz wieder sauber. Ja, die Teile besser sehen. Ja. Wurmi. Patroni. Patroni. So. So. Da rein. Und hier rein. Und da. Und du.
Du und du und auch du. Sowie auch du. Oh, oh Gott, hier ist ja auch noch. Mein Gott, das ist ja alles eine Arbeit. Da auch. Moment, da ist noch ein paar. Oh, da kommt auch noch was raus, ey, hinter dem Zeug. Ja, ist es denn? Den kann ich auch gleich entsorgen. So. Aber drin verschüttet. Okay, da ist nichts raus. Entgegen der Animation. Lieber Entwickler, bitte fixen. So. Ja, okay, dann packen wir hier noch ein bisschen was rein. Ja. Boah. Ey, das sind aber auch Brocken teilweise hier. Okay. Oh, ich habe noch gar keinen neuen Wassereimer geholt. Das sollten wir schleunigst ändern. Wunderbar. Frisches Wasser. So, hier gleich mal putzen. Da müssen wir später auch nochmal hoch. So, und das ist schon wieder sau schwer. Boah. Eieiei, das wackelt ganz schön. Das ist nicht schön. Eieiei, das packen wir jetzt erstmal wieder weg. So, frontal. Schön. Ja. Das ist natürlich toll, dass hier immer alles rausfällt. So, rein damit. Mann, 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 Mann. Aber ich muss sagen, wenn man das hier so jetzt ansieht, da haben wir doch schon gute Arbeit geleistet. Das ist alles schön sauber. Oh, ne. Jetzt müssen wir das hier erstmal. Oh. Wo kommt das denn jetzt her? So. Ach, ne. Dann holen wir uns hier wenigstens mal. Ah, auf der Seite. Da hat mich schon, das Ding will mich jetzt auch noch verarschen. Das wäre es ja gewesen. Komm. Ist alles weg. Ne, da ist noch ein kleiner Spritzer. Okay. So, jetzt aber. Und dann kommt das da wieder rein und das hier wieder rein und das hier wieder rein und das. Und das hier wieder rein und das hier wieder rein und das hier wieder rein und. Das hier wieder rein. Gut. Alles. Wunderbar. Einfach. So. Dann können wir das da hier gleich reintun und das da und den Wurm so wie. Der trieft. So. Hier und da und hier und da und hier. So.
oben hin eigentlich? Da flackt doch auch noch jede Menge Zeug. Da hat noch was Platz. Na, jetzt erstmal hier. Ja, sag mal. So, da sauber machen. Den nehmen wir auch noch mit rein. Das mache ich auch gerade noch sauber und. Ui, da ist ja überall noch. Moment, jetzt sorgen wir erstmal vorsichtig. Ja, auch langsam noch. So, vielleicht geht es dann einfacher, wenn ich langsam laufe. Ja. Oh, das hat ganz gut geklappt. Muss ich sagen. Okay, da müssen wir jetzt auch noch gucken, wie wir das machen. Vielleicht kommen wir mit der Kiste dahin. Ich bekomme zumindest mal die Flecken da weg. Ach, da oben ist auch noch. Gut, dann. Hallo? Ich will dich bitte wieder nehmen. Scheiß Ding. Hier. So. Wieso kann ich die denn nicht mehr aufnehmen, wenn ich die einmal hingestellt habe? Muss ich dann entweder wegkicken hier so, hallo? Aha. Okay, dann machen wir das mal hier hin. Oder vielleicht nach. So, das haben wir. Ach, jetzt habe ich gar keinen. Flup. So, jetzt brauche ich hier wieder einen. Sehr gut. Es hat wieder geklappt. Das ist erfreulich. Nicht, dass da wieder so ein Schund entsteht. So. Das Bein können wir hier mal reintun. Dann putzen wir das wieder auf. Aber wie komme ich denn jetzt... Da oben ist doch auch noch... Was ist da? Liegt da oben? Da liegt da was. Da liegt was. Aber da komme ich doch nicht hin. Muss ich noch mehr stapeln? Habe ich jetzt keine Lust zu. So, ich. Liebe Entwickler, bitte fixen. Dass ich das Ding nicht aufheben kann, denn. Hallo? Na, es müsste aber eigentlich gehen. Das geht auch. Ja, geht doch. So. Und jetzt, ja, es klappt nicht. Warum auch immer? Komm. Ach so. Zack, 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 zack. Alles sauber machen, sehr gut. Ist auch wieder tiefrot. Weg damit. So. Und wieder vorsichtig. Nicht bluten. Sehr gut. Da haben wir auch noch. Oh ja, so kann ich ihn aufnehmen. Dann lege ich ihn jetzt immer verkehrt rum hin. So, hier... Da sind auch noch zwei. Zack, zack. Ah, ich brauche einen neuen. Ah, da steht ja noch einer vom letzten Mal. Wo wir die Sauerei hier weggemacht haben. Den nehme ich gleich wieder. Wie komme ich da? Das Und da liegt ja auch noch was. Oh Leute. So, und ich glaube, man hat ja gesehen, was das Spiel, bei was es, bei diesem, um was es bei diesem Spiel geht. Oh, auch schon wieder voll. Und ich würde sagen, eigentlich reicht das, denn viel passiert da nicht mehr. Also es ist eigentlich alles, was man macht. Zumindest bis jetzt in der Alpha. Man hat diese eine Raumstation, die es zu reinigen gilt.
Man muss eben die Sachen aufnehmen in den gelben Dingens da und das Blut wegputzen mit dem Wischmopp und wenn er voll ist, dann in ein Wasser tauchen und das Zeug dann verbrennen. Ja, man muss ab und zu auch mal ein paar Kisten stapeln, damit man auch überall hinkommt, wieder hinten. Das ist nicht immer ganz einfach. Ein paar Bugs gibt es noch, aber das ist okay. Es ist ja die Alpha-Version, das heißt, da wird noch viel dran entwickelt. Das Spiel ist kostenlos. Link ist in der Beschreibung. Da findet ihr den Download zur aktuellen Version vom Entwickler höchstpersönlich. Und dann könnt ihr ja mal reingucken. Wie gesagt, das Spiel basiert auf der Unreal Engine 3, sollte also auf mittlerweile jedem PC eigentlich ganz gut laufen. Ja, und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich von diesem Gameplay. Und wir sehen uns dann bestimmt wieder bei einem Let's Play oder bei einem Gameplay oder eben bei Gaming Forest News. Dann bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen!